So, also so eine Höhlentour ist aber auch irgendwie nicht so richtig für zum Erzählen. Also mir geht die Pumpe, das glaubt ihr nicht. Mann, Mann. Ich hatte es ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich sollte mir wirklich mal so ein Pulsarmband besorgen und ja, mal gucken, was sich so ergibt im Laufe des Let's Plays. So, ist hier irgendwo... Da unten ist auch noch Lava. Ach du schöne, schöne Minecraft-Welt. Was bist du doch nur für ein... Ah, ja, das lassen wir uns hier erstmal offen. Das muss ich jetzt noch nicht mehr mir genauer anschauen. Hier ist noch ein bisschen was. So, vielleicht finden wir hier noch Kohle. Ich bezweifle es langsam. Immer und immer mehr. Ich glaube, hier endet's, oder? Ja, oder auch nicht. Oh, da ist ganz viel Eisen. Ja, noch besser. Und das hier sieht nach so einem... Und ein Axolotl. Das ist ja süß hier. Mensch. Ja, das sind so die Kleinigkeiten in den neuen Minecraft-Updates. Die, ich weiß nicht, ich hätte es irgendwie so nicht gebraucht. Oder das war nichts, was ich mir jetzt überlegt hätte. So, ich brauche jetzt hier solche... Also gut, die abgedateten Caves, ja, aber Axolotl als Tier, weiß ich nicht, wäre ich so nie drauf gekommen, hätte ich so auch nie gebraucht. Aber jetzt, wo es da ist, ist es echt eine sehr, sehr schöne, wie sagt man, Addition to Minecraft. Ja, manchmal dieses Denglisch, was durchkommt, ist schon echt, das tut mir auch leid, aber ich schätze mal, ihr könnt es verstehen. So weit solltet ihr dann doch, ja... ausgebildet sein in der Schule. Mann, Mann, Mann. Da kommt der Lehrer wieder durch. Und hier endet es aber... Oh, so viel schönes Eisen. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das hier ist die perfekte Höhe für Eisen, oder? Kann das sein? So genau da, wo Deep Slate und Stein ineinander übergehen. Ich glaube, das ist echt... Das ist das, wo man hin will, um Eisen zu farmen. Aber ich würde gerne Kohle farmen. So, ja, das war es hier schon. Höhle ist erkundet. Also, da können wir noch weitergehen. Ich nehme mal kurz das Redstone mit, falls wir woanders rauskommen. Ich weiß, jetzt wird es gleich Tag und wir können wieder nicht rausgehen und sowas. Aber, ja, komm, ist doch nicht schlimm. Da müssen wir halt noch eine komplette Nacht hier drin, hier unten verbringen. Das werdet ihr schon überleben. Und ich hoffentlich auch im Spiel. Ja. Ich muss eh sagen, so in meiner Position jetzt, Minecraft-Let's Play als Lehrer, ist natürlich, finden die Schüler natürlich schon heraus und... Ist manchmal ganz lustig dann. Aber ist auch nicht so, dass man hier großartig angesprochen würde. Wir gehen einfach ganz schnell zurück. Weg verlassen, unsere Höhle. Auf zum Haus, auf zum Herbert. Vielleicht machen wir aus unserem Herbert der suizidalen Kuh ja mal Herb, unsere pädophile Kuh. So, wer die Anspielung versteht, ja, viel Spaß damit. Und mit dem Lachen. Ach ja, also ich muss sagen, dieser Aufzug hier mit dem Wasser ist schon nice. Dann müssen wir hier nur noch rauskommen. Und... Männchen. No. Ja, Entschuldigung, aber so ein leckerer Schweinepopo, da kann ich auch nicht widerstehen. Einmal schön reinbeißen und, ja gut, erstmal auf den Grill und dann geht das schon. So, aber wir haben immer noch ein Kohleproblem, also das hat sich, hat jetzt natürlich richtig viel gebracht, diese Höhlentour. Wir haben, ich glaube, ja gut, ist egal. Wir haben jetzt, glaube ich, effektiv 10 Kohle gewonnen, aber auch 10 Fackeln verloren. Ja, ja, werde ich weiß. Hat sich nicht gelohnt, ne? Ja, kann ich mich direkt vom Dach stürzen.
So, dafür haben wir viel zu viel Eisen. Kupfer. Womit wir eh nichts anfangen können. So, Dille, die Cobbles behalte ich mal. Alles andere kann weg. Das müsste dann doch unten hin. So. Gut, wir haben immer noch das Problem mit... Okay, es ist mitten am... Interessant. Es ist mitten am Tag. Das heißt, wir könnten jetzt auf die Suche gehen nach einem Ort, wo wir Kohle farmen könnten. Ich wüsste halt echt nicht, wo das am besten geht. Da hinten, wo wir mal waren, bei unserer Mini-Erkundungstour. Wir könnten nochmal hinfahren und gucken, ob es da was gibt. Aber ansonsten wüsste ich auch nicht wirklich, wie wir vernünftig an Kohle kommen sollen. Mensch, das ist echt, echt doof. Ja, genau, ist doof. Sag ich ja. Dann versuchen wir das einfach mal. Brechen wir jetzt auf. Wir brauchen eine neue Steinspitzhacke. Ach, wisst ihr was? Da machen wir erstmal kurz ein kleines bisschen an den Feldern hier weiter. Bis wir schlafen gehen können, dann machen wir es am nächsten Tag. Aber ich mache schon mal die Steinspitzhacke. Oder zwei Steinspitzhacken. Jetzt haben wir das Holz natürlich wieder oben. Mann. Ich bin auch super vorbereitet. Ja, das reicht doch vorne und hinten nicht und hinten und vorne auch nicht. Ja, Kühe und Schafe könnten wir uns hier halten. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen Holz mit und dann können wir uns da ein bisschen was basteln raus. So. Stickies und dann machen wir so. Und so. Und so. Und so. Und dann machen wir nochmal so und so. Und so und so, dass wir wenigstens für beide jeweils ein Fansgate machen können. So. Ich glaube, das könnte erstmal reichen. So, wie machen wir das denn hier am besten? Zwei kleine Gehege. So, hier haben wir, glaube ich, schon ganz gut Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Und 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben. Zack, zack. Zack, zack. Das muss natürlich auch schön ästhetisch symmetrisch sein. Popetrisch. So, 24. Dann heißt, wir könnten 1, 2, Fansgate, 1, 2 und hier lang zurück. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hoffen wir es mal. So und so. Genau, dann können wir einmal für Kühe, einmal für Schafe machen. Dafür müssten wir die jetzt nur noch angelockt kriegen. So, das müsste ja hier vorne irgendwo gewesen sein. In die Richtung, glaube ich. Was hier unten? Da ist ein Wolf. Da ist das Evil Chicken. Nö. Schweinchen. Euch möchte ich nicht. Ich möchte Schafe. Wann hier oben vielleicht? Mensch, ich weiß es doch auch nicht. Noch mehr. Hier ist ein Schaf. So, gibt es hier noch ein zweites Schaf? Wir brauchen mindestens... Ja, wir haben zwei Schafe. Super. Ja, besser geht's doch nicht. So. So wird das was mit dem Tiere züchten. Und die geben ja auch Fleisch. Das heißt, auch futtertechnisch sind wir erstmal ganz gut dabei. Das einzige große Problem ist und bleibt Kohle. Mensch. Das hatte ich ja noch nie in Minecraft, dass Kohle ein Problem darstellt. Oh, wir haben sogar noch ein drittes eingefangen. Das ist ja noch besser.
Und ich sehe auch schon unsere unsere Tiergehege. Bringen wir die Schafe mal nach Hause. So, jetzt ist die Frage, wo packen wir die Schafe rein? Ich glaube, ich packe die erstmal hier ins erste Feld. Ja, kommt. Hier kommt. Kommt die wieder nicht durch das Fansgate durch. So, dann machen wir direkt mal so und so. Und dann ganz schnell raus hier.